Bin ich hier irgendwie im Schlaraffenland oder was? Das sieht aus wie Schokobällchen. Das könnte Kuchenstücke sein. Und das hier ein Brezel? Nein. Ein Steak. Das sieht doch aus wie so ein Steak irgendwie. Ripperfield. Ah, sonst geht's dir gut. Blöder Fisch. Und jetzt geht's wohl ab in die Unterwasserwelt. Ich bin jetzt schon begeistert. Autsch. Egal welches Spiel, die Wasserwelt ist immer am schlimmsten. Finde ich. Durchrennen, durchrennen, einfach durchrennen. Hey, damit. Das ist auch schön. Yay, yay, boom. Das kann bei so, solchen Sachen echt vom Vorteil sein. Jetzt habe ich mich ja in Stein verwandelt. Und kann auch selber steuern, wann ich jetzt eigentlich aufhören will oder nicht. Zack, 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 zack. So kann mir keiner mehr was anhaben. Solche Blöcke sind in 0, nichts erledigt. Nein, ich muss hier raus. Da ist die Tür. Autsch. Da komme ich nicht hin. Da, okay. Das Level ein bisschen weiter ausweiten. Hat ja niemand gegen. Nee. So, ich zumindest nicht. Mann. Nervig. Nein. So. Wo bleibt die große Freude? Einfach nur. Yay! Dip. Ah nein, die große Freude gibt es ja immer nur am Ende. Das war natürlich nicht ganz so schlau. Das ist natürlich echt nicht so ganz so schlau. Ich will da hin. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie komme ich da hin? So viele Sterne, so unerreichbar nah. Ah, okay. Ich gebe zu, das war nicht schlecht. Also, das war fies vom Gegner. Was jetzt? Ich habe keine Punkte mehr. Und bin einmal Game Over gegangen. Das ist mir bei Kirby's Dream Land 1 nie passiert. Glaubst du, ich habe Angst vor einer Qualle? Jetzt habe ich Angst vor dir. Also, wenn du das nicht machst, habe ich keine Angst vor dir. So. Ja, nee, ist klar. Lustig. Ui, so funktioniert das also. Der Fisch gefällt mir. Der ist viel besser als dieses dämliche Erdmännchen. Ah!
Ey. Ich schieß Glühlampen aus. Auch das noch. In einer ganz schönen Schlagfertigkeit. Ich meine, die sind sofort tot. Aber anscheinend kann ich das... ohne die Qualle nicht machen. Verdammt. Auch wieder die Qualle. Ist alles so dunkel hier. Jetzt, ja, nee, ist klar. Also, die haben ja eindeutig viel Humor hier reingebaut. Das sieht doch einfach nur geil aus, wenn der Fisch mit den Dornen da kommt. Oh mein Gott. Aber ich finde es blöd, dass das hier alles in Schwarz-Weiß ist. Ich will das mal in Farbe erleben. Was muss ich tun, damit es in Farbe ist? Sagt's mir. Ich wüsste auch nicht, woran es liegen könnte. Also, es muss an dem Spiel selber liegen, aber frag mich nicht. Fragt mich bitte nicht, was daran verkehrt ist. Kommt jetzt ein komplettes Unterwasserlevel? Ich will aber wieder nach oben. Dankeschön. Ah, an der Wasseroberfläche habe ich es immer noch am liebsten. Da kann ich wenigstens fressen, statt zu trinken. Keine Spezialfähigkeiten mehr. Geht ja mal gar nicht. Dafür werden wir nur den Tod finden. Ja, nur weil wir uns so. Weil ich mich gerade so dumm anstelle. Ist doch echt nicht normal. Aber Kirby kann in diesem Teil eindeutig schnell schwimmen. Das kann niemand anders sagen. Naja, eigentlich wollte ich das Ding jetzt haben, aber egal. Schade, den Klempner können wir ja jetzt mal nicht spielen. Das ist das falsche Spiel. Wieso gibt es zwei Wege in einem Level? So schwer als Stein. Geil. Endlich mal Entspannung. Ich muss hier einfach nichts drücken. Dort erledigt alles die Strömung. Okay, ich glaube, jetzt muss ich doch mal nachhelfen. So. Nach oben wird es schwer, aber sonst ist es echt geil. Mir wird schwindelig, Hilfe! Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Nein! Nein, 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 nein! Nein, du Mistviech! Mann! Was kommt jetzt? Ach du! Egal! Ich muss die Sterne zu dem pusten, anscheinend. Autsch, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss die Sterne zu dem pusten. Aber die... boah! Holla Kanabe. Spinnt's ja wohl. Komm, das schaffen wir noch.
Den. Ah, verdammt. Ich sag ja, ich hasse in jedem Spiel. Es ist komplett egal welches. Aber jetzt Zelda. Kirby ist mir egal. Sucht euch irgendein Spiel aus. Ich hasse das Wasserlevel. Ich bin jetzt nur durch die Steuerung gescheitert. Und Blitze können aber auch schöner geformt werden, finde ich. Ich kann den ohne die Sterne nicht angreifen. Ich brauche die Sterne, damit ich den angreifen kann. Ah, Mann! War das gerade ein Bug oder so? Warum hat er auf einmal so viele auf einmal gemacht? Ey! Unmöglich hier. Volltreffer! Das gibt's doch nicht. Ey, da kommen die stacheligen Viecher einfach auf mich zu. Extra Mode, never. Nie wieder, besonders nicht hier. Das ja wäre ja schlimmer als in Dreamland 1. Jetzt mal Konzentration. Diese Attacke kann man so leicht ausweichen, wenn man... es ist irgendwie so eine Schocklähmung. Oh, das war die falsche Richtung. Ist ja geil, dass das auch funktioniert. Ich kann mich nicht mal ducken hier. Was ist denn das? Na, verdammt. Komm, zwei Treffer maximal. Diese beiden Sterne, dann ist der besiegt. Na, doof. Geh weg, du Mistviech. Geh weg, was soll das? Oh. Puh. Unglaublich, unmöglich hier. Wieso macht ihr so viele auf einmal? Das finde ich richtig unfair. Ah, verdammt. Das war doof. Oh, komm, komm, komm. Ein Treffer noch. Ah, nein. Verdammt. Der ist echt nicht schwer, aber ich stelle mich wie immer dumm an. Deshalb ist der so schwer für mich. Autsch. Das war doof. Ich hätte eigentlich stehen bleiben können. Oh mein Gott. Kann doch nicht sein, dass ich an so an solchen Gegnern verrecke. Und zwar ohne Ende. Das wäre echt nicht normal hier. Na, das war daneben. Volltreffer, genau. Gut. Verdammt. Ja, der musste natürlich drin sein, direkt vor dem, was er jetzt. Das wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre. Boom, doppelter Treffer, glaube ich, oder? Wieso kommen die nach unten und wieso schießt er so häufig? Mann! Autsch. Hätte man eleganter lesen können, habe ich aber nicht.
Sauber, endlich. Und der Kirby schwimmt natürlich erstmal aus dem Meeresgrund raus, nee. An die Meeresschicht und so. Was ist das jetzt wieder? Ist das ein Pudding mit Sahne? Der Eisberg. Aber mal im Ernst, mit ein bisschen Fantasie sehen die Welten wirklich so aus. Nein, das wollte ich jetzt nicht, verdammt. Komm. Komm, mach das nochmal. Hey, ich rutsche hier, geil. Nein, das will ich nicht. Nein, gib mir. So, danke. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Spaß mit dem Reifen hier und dann. Mistviech. Ich nicht gedacht, dass der so kommt. Man muss auf alles gefasst sein hier in diesem Spiel. Komm her, wenn du was von mir willst. Geil, ich kann den wegbedonnern. Boom, tschüss. Ja, das ist echt auch nicht schlecht. So ein Schockstrahler. Eisstrahler. Ach, egal.